Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und erstmal liebe Grüße an Navex. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich denke mal schon. Und danke für deine Tipps. Auf jeden Fall, du siehst, das Spiel ist auf Deutsch. Und ich hätte es einfach nur neu starten brauchen, weil ich irgendwie das Deutsch oben schon angeklickt hatte. Aber egal. So, wir haben hier noch Fertigkeitenpunkte anscheinend. Zaubergeschwindigkeit. Herrschaft des Okkultisten. Also auf Deutsch sieht das alles gleich schon viel schöner aus, muss ich sagen. Ich bin so ein Mensch, ich mag meine Sprache, ja. Und ich finde Englisch einfach nicht schön, ehrlich gesagt. So, hier kriegen wir noch mehr Intelligenz theoretisch. Stärke. Die Frage ist, wofür man Stärke braucht, ne? Ob man dadurch irgendwie mehr Rüstung oder sowas bekommt, ne? Wie in Diablo. Wobei man Rüstung, glaube ich, durch Geschicklichkeit bekommt. Aber ist auch egal. So, Zaubergeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt. Punkte anbinden. Ja. Korrekturpunkte. Ist ja nicht schlecht zu wissen, ne? So. Ja, jetzt habe ich noch den Tipp bekommen. Wenn wir jetzt so, oder das ist jetzt auf dieser Waffe, ist es nicht mehr, glaube ich. Da war auf jeden Fall so eine Waffe, wo zwei Dinger, so jetzt aber zweimal Zombie erwecken. Das können wir, glaube ich, noch ändern, weil das, glaube ich, nichts gebracht hat. Dass die dann so verbunden waren. Und dann konnte man hier so einen aktiven Gem reinpacken und hier so einen passiven und dann verbindet sich das. So. Warte mal, Stufe 4. Stufe 4. Okay. Ich glaube, der obere ist besser, ja. Wir packen den jetzt einfach mal hier rein. Ja. Eine Unterstützungsgemme. Gemme ist auch gut. jede unterstützte Zauberfertigkeit zählt das verbrauchte Mana und gewährt einen Stärkungseffekt. Das ist auch nicht schlecht. Verbindet sich das dann? Kann man aktiv und passiv nur verbinden, wenn dieser Strich da ist? Das wäre jetzt nochmal die nächste Frage, was mir gerade so einfällt. Ich glaube nämlich schon, weil hier ist das nämlich auch und da habe ich ja nur nichts drin. Denn hier drin. Okay, das wäre auch mal gut zu wissen. Richtige Farbe. Okay, hier steht auch nicht, dass das unterstützend sein kann. Warte mal, wir haben jetzt hier Waffe besehen und Leichenexplosion. So, die Leichenexplosion nehmen wir auf jeden Fall noch weiter mit. Gewittersphäre. Blitzschaden. Ist auch nicht schlecht, ne? Hatten wir hier. Phantasma, das ist Unterstützung. Sie gewährt deinem Charakter keinen Bonus, sondern den Fertigkeiten in Fassung, mit denen sie verbunden ist. Das heißt, es bringt uns gar nichts, wenn wir das da drin haben. Tippe ich jetzt mal, wenn wir auch gar nicht so ein Item haben. Okay. Ich pack das mal hier hin. Ne? Das kann man eigentlich auch verkaufen, oder? Ja, egal. Ich lasse es erstmal hier drin. So, Unterstützung. Weil dann können wir nämlich erstmal Fähigkeiten reinnehmen, die Schaden machen, wenn uns das eh nichts bringt. Und zwar hier ein Feuerball und eine Gewittersphäre. Schlecht, nicht schlecht. Das nehmen wir doch. Kann man das jetzt eigentlich hier auch so aktiv tauschen? Nee, ne? So, die. Achso, ich habe hier schon auf 1, 2, 3, 4 meine Hände. Das ist so gewohnt. Ich würde die Leichenexplosion jetzt aber mal hier hinpacken. Ah ne, die haben wir ja eh auf rechts klicken. Ne? Es geht schon los. Was habe ich denn hier? Okay. Waffe beseelen. Beseelt eine Nahkampfwaffe, die an eurer Seite kämpft. Ihr könnt keine nicht identifizierten Waffen beseelen. Das ist nicht schlecht. Okay. Was habe ich jetzt hier weggemacht? Den Feuerball. Gut, dann werden wir die Waffe beseelen hier hinpacken. Und was wir aktiv machen. Wobei, Waffe beseelen. Ah, ich weiß nicht. Wir packen das erstmal so.
Ich habe immer so ein System, das muss immer passen irgendwie. Aber jetzt können wir ja los. So, reist zur Menagerie, benutzt den Blutaltar, reist nach Gefangenenpforte. So. Heldsvorsprung. Ich muss Moras ebnen. Okay, ich muss hier erstmal gucken, weil das jetzt hier alles auf Deutsch ist. So, der Felsvorsprung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter. Und gucken mal, was wir hier Schickes machen. Nein, jetzt habe ich ja schon wieder die falschen, ey. So, Waffe beseelen. Das funktioniert schon mal nicht. Okay, jetzt möchte ich aber meine Zombies haben hier. So. Komme hier schon nicht mehr klar mit meinen ganzen Sachen, die ich erwarte. Wie sieht denn so ein Blitzding aus? Ach, das ist so ein Blitzkreis, ja. Und der macht dann Schaden in den umliegenden. Gewittersphäre. Ach, eine stationäre elektrische Sphäre. Okay, na, warum nicht? Also den Feuerball und. Gut zu wissen. Aber W funktioniert irgendwie gar nicht. Aber ich liebe das einfach leicht. Oh, Ziegen, die können wir fangen. Oh mein Gott, Plattenschrott. Jetzt muss ich hier mal V bereithalten. Oh, bitte lass hier noch mehr Ziegen sein. Nee, irgendwie nicht. Okay. Und jetzt schieß mal einen Feuerball rein. Oder auch nicht. Knorriger Ast. Ruhe. Wir nehmen alles mit. The earth of Rayclast rejects the dead. The black spirit of storm and dream. Okay. Irgendwelche Geschichten? Wow. Da ist eine Ziege, da ist eine Ziege. Wir können eine Ziege. Neue Bestie eingefangen, sehr schön. Was ist denn hier, ey? Ach, hier war so ein Typen. Der hat gar nicht gecheckt, dass hier so ein Typ noch ist und uns angreift. Haifisch irgendwas. Da muss ich jetzt mal gucken. Wollhandschuhe. Wir haben hier noch Gammelhandschuhe, ne? Das ist doch schön. Haifischzahnklaue. Wir können das irgendwie alles nicht gebrauchen, aber ich mach das hier mal, so dass wir uns das angucken können. Schweres Kupferschwert der Stichelei. So, was haben wir denn ausgerüstet? Das Ding. Frag mich, warum wir das nicht ausrüsten können. Naja, was soll's. So, wir haben Gammelhandschuhe. Brutliebkosung Wollhandschuhe. 11 zugeschickt, fügt Angriffen 1 bis 2 Feuerschaden hinzu. 3 Leben bei Tötungen. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. So. Geht's hier wieder los mit der Organisation, wie man hier was am besten ins Inventar packt, damit man ein bisschen was verkaufen kann. Knorriger Ast. Treibholzkeule. Maximales Mana. Ich tausche das mal. Plattenschrott. Rechtsklicke auf diesen Gegenstand und linksklicke, dann verbessert die Qualität einer Ausrüstung. Machen wir Kopf. Nein, wir machen die Handschuhe. Warum nicht? Dann haben wir hier ein Haar. Hallo? Oh, meine. Ich muss mal meine Leute hier wiederbeleben. In Diablo bin ich ja schon so eingespielt mit meinen Fähigkeiten und hier muss ich gerade immer nach unten gucken, was ich überhaupt machen möchte. Okay, ich werde das umlegen. Ich werde den Feuerball hier hinpacken und die Waffe beseelen hier hinpacken. Was ist das? Nur bewegen. Ach nee.
Standardangriff, Zombie weg. Ach, den kann ich schon nicht mal mitnehmen. Geht schon los. So. Liebe Feuerbälle. Lebensfläschchen. Die haben wir schon im Mittel. Rinsen des Toten. Kann man nicht einfangen, okay. Nur Bestien. Und Totems gehören offensichtlich nicht zu Bestien. Ein bisschen Leichenexplosion. Habe ich schon wieder vergessen, dass wir das können. Das ist natürlich immer schön. Stammeskeulen. Naja, was soll's. So, gehen wir mal weiter. Hier sind Truhen. Ich werde hier mal kurz die Gems hochstufen. Ich finde cool, dass man die hier so aufwerten kann, ohne, ich sag mal, hier irgendwelche Rifts laufen zu müssen. Sondern, dass die einfach im Gameplay sich hier hochwerten. Stachelbündel. Ich habe gerade Bürste gelesen. Wickelte Scherbe. Zackenfeilköcher. Ja, so ein Köcher ist auch nicht schlecht, ne? Bogenschießer-Dinger, Viecher. Ziegenmenschen sind schon cool. Sie heißen auch einfach Ziegenmenschen. Aber es trifft nur den ersten, glaube ich. Und dann Identifikationsrolle nehmen wir mal mit. Eibholzzepter, oh. Okay, wofür ist der rote? Ich habe noch nie einen roten gesehen. Wir schmeißen mal die hässliche Steinaxt raus. Ein Streitkolben. Den wir auch nicht tragen. Ich lege mir das hier gleich um, ne? Dass ich die Tränke hier auf QWE habe und das hier auf 1, 2, 3 und so. Sonst wird das hier nichts mehr. Ja, ich sollte vielleicht nicht vorher ganz viel Diablo spielen und dann wieder in dieses Spiel einsteigen. Ja, mich verwirrt das noch ein bisschen. Aber vielleicht ist es auch einfach eine Gewöhnungssache, glaube ich. Boah, ich liebe Leichenexplosionen. Das ist einfach schön. Was denn? Ein Irrgott. Auf jeden Fall haben wir hier noch... Oh. Muss mal so ein paar neue Leute hier holen. So. Es ist, glaube ich, immer keine schlechte Idee, hier auf Abstand zu sein. So, wir holen uns doch mal eine Leiche hier. Noch eine. Wir haben ja auch fette Mana-Fläschchen, ne? Die können wir ja dann auch benutzen einfach. So, jetzt werde ich hier aber diese Leute nochmal besiegen. Hier ankommen. Oder haben wir noch eine ganze Gruppe? Die mache ich jetzt nochmal, ne? Leichenexplosion ist super. Ich muss am besten Leichenexplosion mit so einer Verbindungsrune hier kombinieren. Das könnte eine gute Idee sein. So. Jetzt werde ich mir aber so eine Rolle gönnen und das ganze Zeug hier wegbringen. Würde ich mal sagen. Mittleres Lebensfläschchen. Okay. Eibholzhammer. Was mache ich denn hier am besten? Oh Gott. Habe ich denn noch irgendwas? Stammeshammer, Eisendiadem. Da ein Zepter. So ein Zepter kriege ich hier noch mit rein. Errostete Klinge. Schon geile Sachen hier, ne? So, ich nehme jetzt mal eine Portalrolle. Die können wir uns ja mal gönnen. So, Navex, wenn du jetzt noch zuschaust, ich habe da mal so eine Frage. mit diesen Portalrollen und diesen ganzen Items, die man hier so schön verscherbelt, ne? Macht das Sinn oder sollte man, also in Diablo ist es ja so, ich heb da ja auch nur die Legis auf, lass den Rest liegen, ne? Wie ist denn das hier? Ne, ich wollte nichts kaufen. Ich sollte nicht reden und denken gleichzeitig. So mit Steuerung war das. Ach, so ein einfaches Seilnetz. Ja, warum nicht? So, Silbermünze. Reicht Navali eine Silbermünze, um eine Prophezeiung zu erhalten?
Vielleicht brauchen wir die noch. Ich weiß es nicht. Aber wir können auch keine Klauen, glaube ich, tragen. Deswegen weg damit. So. Farewell. Ja, ja, mein Freund. Alles gut. Dann werden wir jetzt mal hier alles reinlagern. Auch diese komische Dings hier. Einfaches Seilnetz. So. Wobei diese Scherbe, die packen wir mal hier mit zur Färbungssphäre hin. Boah. Was ist das hier jetzt? Ach, hier sind noch Gems zum Hochziehen gewesen. So, also macht es denn Sinn, hier die Items so, also vielleicht auch nur zu Anfang oder so, weißt du? Das würde mich jetzt mal interessieren halt. So. Ich nehme jetzt nämlich nochmal alles auf und gehe nochmal zurück. Aber vielleicht ist es ja auch sinnfrei, ich weiß es ja nicht. Aber in D3 ist es auch nicht schlecht für den Anfang, sich erstmal ein bisschen Mats zu sammeln. Und ich weiß ja nicht, wie das hier ist. So. Ich würde sagen, ich sammle es jetzt noch einmal voll, weil ein bisschen Platz haben wir noch. Und dann gehe ich nochmal zurück. Leichenexplosion funktioniert super, ne? Macht es denn auch Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Items habe, wo ich zum Beispiel zwei Leichenexplosionssteine reinmache? Oder hier, diese, doch, ne? Nee, warte mal. Wenn ich zweimal Leichenexplosionen irgendwo reinmache und dann da jeweils verschiedene Verbindungs... also diese mit diesen Passiven dann kombiniere, ob das sinnvoll ist, würde mich mal interessieren. Also, ist jetzt hier mal frei. Ich habe jetzt ja hier... Warte, wo habe ich denn die Leichenexplosion drin? Wie das wäre... Feuerball, Zombie erwecken. Hä, wo habe ich die Leichenexplosion drin? Ach da, Leichenexplosion. Ob man die überhaupt mit Passiv auch kombinieren kann, weil man kann es irgendwie kombinieren, ne? Waffe beseelen. Ach, warte mal. Ja, jetzt macht es wieder Sinn, ne? Gucke mal. So. Und wenn ich jetzt hier was reinmache, ob es sowas gibt, dass ich zum Beispiel... verursacht 10% mehr Schaden. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auch mache, nochmal Leichenexplosion, dass dann nochmal 10% Schaden, ob das geht, dass man hier zweimal Leichenexplosionsgems dabei hat und dann, ich sag mal, sich das auf 20% Schaden stackt, oder würde das nicht gehen? Das wäre nämlich jetzt mal etwas, was mich echt interessieren würde. So, dass ihr es nicht identifiziert, aber das machen wir jetzt mal. Es ist eine Gammelkeule. So, Treibholz, Zauberstab, irgendwas. Gut, irgendwie bringt uns das jetzt auch nicht sehr viel. Eisenpanzerhandschuhe. Wir haben aber diese schicken Handschuhe. Irgendwie habe ich jetzt hier überall rote Sockel, ne? Ich weiß auch nicht. So, die Zombies, die haben ein bisschen Hummeln im Hintern, die wollen schon weiter. Aber ich möchte gerne nochmal meine Sachen verkaufen. So. Wenn ich jetzt meine Waffe beseele, dann ist jetzt ja der Zauberstab wahrscheinlich beseelt, ne? Digga, jetzt geht da hoch. Welcome. Zu dem. So. Ey, das ist viel angenehmer. So. Ja, okay. Der Kodex, Gegenstände kaufen. Was kann mir denn hier eigentlich kaufen? Schilde, wow. Gürtel. Stachelkeule. Nee, das ist irgendwie doof, ne? So. Ja, dann. Nee, verkaufen können wir auch nichts. Würde mal interessieren. Hat der Zauberstäbe für uns zufällig? Ich glaube nicht, ne? Hat der so schicke Rüstung? Geölte Weste. Dafür brauchen wir ein Plattnerschrott. Das ist ein geiles. Rostige Bunthaube. Ey, wir können hier schon uns stylisch machen, ne? Treibholzzepter. Keule. Stay sharp. Weil vielleicht haben die ja...
Sachen, die wir gebrauchen können. So, 10% erhöhter Zauberschaden zum Beispiel. Aber so gut ist der, glaube ich, gar nicht. Üppiges mittleres Lebensfläschchen des Löschens. Also man kann ja auch solche ansammeln, das ist ja interessant. Ein Amulett, wir haben noch gar kein Amulett. Ja, wir haben das ja alles, ne? Also... Ader Amulett, Geschick. Leben pro Sekunde, das brauchen wir alles nicht. Ach, hier können wir so ein Portal-Ding kaufen, ist ja nicht schlecht. Kann man das hier immer kaufen? Sieht so aus, ne? Ich wollte es nur mal ausprobieren. Großes Mana-Fläschchen. Okay. Großes Lebensfläschchen. Ja, die sehen natürlich auch geil aus. Ich will es aber auch nicht hier alles verschwenden. So, gesunder Saphirring der Ruhe. Kältewiderstand. Maximales Leben. Maximales Mana. Fände ich, glaube ich, nicht schlecht, ne? Wenn wir einfach mit Mana hier immer raushauen können. So, ich nehme jetzt aber erstmal das hier. Ja, nämlich noch keins. Und Mana-Regeneration schadet ja nicht. Nee, das können wir gar nicht, anscheinend. Jetzt aber. So. Sehr schön. Jetzt haben wir ja hier Aasfresser-Totem. Das wird ja immer geiler hier. Flammentotem. Hier war nochmal die Leichenexplosion. Ihr könnt sie ja immer voll kaufen eigentlich, ne? Leichenexplosion. Das interessiert mich mal. Unterstützungs-Gem. Wirkt sich nicht auf Projektile aus. So, unterstützt Fertigkeiten, die Projektile vom Wirkenden aus abfeuern. Okay, benutzt eine Jahrkampf, genau, eine Nahkampf, das haben wir ja schon. Warte mal, das ist Unterstützungs-Gem. Was haben wir denn hier? Ätherische Klingen. Bewirft einen bogenförmigen Bereich vor dem Wirkenden mit Messern, die physischen Schaden verursachen. Brandfalle. Wirft eine Falle, die explodiert. Ja, nee, das hatten wir schon, das wollte ich ja gar nicht. So. Okay. Projektile. So, das gönnen wir uns jetzt mal. Was hatten wir hier? Feuerball, Zombie erwecken und die Gewittersphäre. Magmakugel. Rostpuls, Blitzranken. Ein eisiges Projektil, was irgendwie Gegner einfriert, wäre auch nicht schlecht. Pesthauch. Oh, warte mal. Fügt Gegnern vor euch eine Schwächung zu, die Chaosschaden über Zeit verursacht. Ja. Unterstützung, Arkane Woge. Auch nicht schlecht, Unterstützung. Was haben wir denn hier? Elementarübertragung, Sturmbarriere, Zauberkaskade, Projektilsalbe. Phantasma bei Tötung. Das ist cool. Die Gegner treffen oder Kreaturen beschwören können. Bei Tötung eines Gegners haben die Fertigkeit oder Kreaturen eine Chance, eine Phasma-Kreatur. Ach, Phantasma-Kreatur. Sowas, haben wir sowas? Ich weiß gar nicht. Blitzeis. Eiskristalle stoßen am Ziel aus dem Boden hervor. Monster in diesem Bereich nehmen Schaden und werden eingefroren. Das ist geil, das möchte ich gern haben. Ich möchte jetzt mal diese Gewittersphäre hier rausmachen, die ist nämlich scheiße. Und mal das Blitzeis reinpacken. So. Frostmauer. Er schafft eine Mauer aus Eis, um Gegner zurückzuerhalten. Das finde ich nämlich auch gut. So, weil meine Zombies können ruhig alles töten. Dann lasse ich alles explodieren, was sie getötet haben. Und damit die nicht so auf mich zukommen, können die von mir aus ruhig gerne... mit einer Mauer abgehalten werden und mit Eis eingefroren werden. So. Flammenschädel. Beschwört einen kurzlebigen Flammenschädel, der auf Gegner im Umkreis stürmt und sie schnell angreift. Waffe beseelen. Okay. Gut. Dann sind wir schon mal nicht ganz so schlecht dran. Aber jetzt kann ich ja bestimmt noch was verkaufen bei ihr. Und zwar... Ich behalte diese Dinger mal, wer weiß, wofür man die gebrauchen kann. So.
Und dann packe ich das jetzt mal hier hin irgendwie. Warte mal, ich mache mal so Sachen, die Schaden machen, die packe ich mal hier hin. Und Sachen, was unterstützt, das packe ich mal hier hin. So dieses Phantasma bei Totenbeschwörung, ne? Das wollte ich nämlich mal haben. Und dann haben wir die Gewittersphäre, die ist nämlich langweilig, die will ich auch gar nicht. So, Waffe beseelen. Das ist das Mausrad, oder? Tippe ich mal. Ich würde es mal ausprobieren, ob man das aufs Mausrad legt und ob das sinnvoll ist. Ich dachte gerade, was läuft mir da hinterher? So, das ist jetzt hier ein ich guck mir alles an Part, aber ich hoffe, das stört jetzt hier keinen. So, warte mal. Blitzeis. Nein, ich möchte hier die Waffe gerne beseelen. Dann möchte ich hier... Warte mal, ich mache hier mal das Blitzeis hin. Kommt hier die Mauer hin. Das können wir leer machen. Okay, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja, wenn ich jetzt mal sehen könnte, was das ist. Rechtsklick, Linksklick und dann in der Mitte. Aber gut, das, mein Mausrad funktioniert auch gar nicht. Deswegen macht das nicht so viel Sinn. Okay, wir beseelen die Waffe einfach hier mit R. Vielleicht geht das nur im Kampf oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Oh, warte mal. Wird das Ziegenhorn jetzt nicht beseelt, sodass ich das mitnehmen kann? Okay, dann halt nicht. So, Truhe. Ein Diadem. Ich mag das voll, hier lang zu gehen. Also viele sagen, sie finden das Spiel hässlich, aber ich finde das gar nicht hässlich. Ich finde das... Also voll schön ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich finde es schön gemacht. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Aber das ist ja sowieso immer Geschmackssache. Der Anstieg. Betreten wir doch mal den Anstieg. Und ich würde sagen, wir schauen uns das aber in der nächsten Folge mal an, den Anstieg. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.